Strohballen angezündet. Ein Geräteschuppen in Flammen aufgegangen. Ein Radlader durch Feuer zerstört. Und nun wieder ein Einsatz in der Nacht. Feuerwehren aus Lichtenfels im Landkreis Waldeck-Frankenberg und aus Medebach in Nordrhein-Westfalen löschen den Brand einer Scheune. Es ist ihr sechster Einsatz im Ortsteil Münden innerhalb von nur 14 Tagen. Ja, irgendwo drängt sich da der Verdacht auf, dass hier anscheinend Brandstiftung vorliegt. Am Tag danach, die Scheune ein Raub der Flammen. Tiere und Menschen kamen nicht zu Schaden, bleibt das Rätseln um den Verursacher. Entweder ist über die Balle nach da hinten marschiert oder er hat wirklich von zwei Seiten angezündet. Sieht aus, als wenn er so um den Ort rumkreist und sich eben so Objekte sucht, wo er auch relativ, ohne erkannt zu werden, hinkommen kann. Erst brennen auf den Wiesen im Orketal mehrmals Strohballen, dann Feuer am südöstlichen Rand von Münden. Ein Radlader geht in Flammen auf. Hier auf einem Außengehöft neben diesen Strohballen hatte er gestanden, direkt vor einem Stall mit 200 Rindern. Nur gut, dass der Brand schnell genug entdeckt und von der Feuerwehr gelöscht wurde. Dann brennt der Geräteschuppen von Georg Groß. Das ist dann hier oben an den Haupttrager. Genau. Holz ist hier runtergelaufen. Genau, wir konnten es ja Gott sei Dank recht schnell in den Griff kriegen, sodass wir den Schaden dann doch schnell im Griff hatten. Und da habe ich gedacht, das wäre die große Scheune. Wo ich dann hier hochkam, da war ich schon ein bisschen erleichtert, dass es nicht die große war. Wir konnten mit dem Auto dicht dran fahren, konnten über den Schnellangriff mit unserem 900 Liter Wasser schon den Großteil des Brandes auf jeden Fall zügig löschen, sodass wir doch da auch das Schlimmere zu dem Gebäude annähernd eingrenzen konnten. Es hat noch gut gegangen. Auch zuletzt bei der Scheune bleibt es bei Sachschaden. Insgesamt durch die Brandserie einige zigtausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt, auch soll rund um Münden mehr Streife gefahren werden. Denn so allmählich geht im Ort bei den knapp 400 Einwohnern die Angst um. Jeder ist da sensibler geworden und jeder guckt auch vielleicht sich in sein Umfeld, was wird es als nächstes sein? Und wird es immer nur der Sachschaden bleiben oder kommt es wirklich auch mal näher, dass Menschen, Tiere zu Schaden kommen? Also man ist schon sehr beunruhigt. Deshalb werden nun in Münden die Straßen jede Nacht bis in den Morgen beleuchtet bleiben. Zudem werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes vermehrt unterwegs sein. Wer etwas beobachtet oder Hinweise hat, bittet die Polizei, der möge auf dem Revier in Korbach anrufen.